Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Diesmal ist es wirklich auch viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit der größten Sache an. Runter. Nee, 8 Sachen sogar. Und zwar wissen ja einige, ich hatte einen schönen schwarzen Golf, den haben sie mir geklaut. Und da hatte ich mir bei Netto eine Campingdecke gekauft. Für, ich glaube, 9,99 Euro. Und jetzt habe ich nochmal so eine Campingdecke gefunden bei Amazon und habe da gleich zugeschlagen. Die kommt dann ins Auto, dass wenn wir mal unterwegs sind und das Wetter gerade schön ist oder ich Decke vergessen habe und wir an den Strand fahren zum Baden, habe ich immer meine Decke im Auto. Das ist die, so wie auf dem Bild, ja, die wird so zusammengeklappt und die soll auch Thermen unten drunter haben. Wenn wir mal erstmal auspacken, habe ich auch 10 Euro bezahlt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bezahlt habe. Kann ich euch so gar nicht sagen. So. Ah. So. Und hier ist er. Die werde ich auch erstmal in. Ne, Quatsch, machen wir nicht, lassen wir nicht im Plaster, die machen wir raus. So. Die ist sehr schön kompakt, so wie meine andere. Hat auch einen Tragegriff. Und ich glaube, die ist auch. Ist die, hat die auch so? Ja. Hier unten, meine andere war silber, hier ist schwarz, seht ihr das? Dass da halt keine Steinchen durchkommen oder Gestrüpp sich in der Decke verfängt und dann wird das einfach hier mit so einem Klettband wieder zugemacht. So. Die habe ich mir geholt, die werde ich auch mal wieder in die Tüte reinmachen. Kann sie im Auto in der Tüte bleiben, bis man sie braucht. Dann wird sie nicht dreckig. So. Dann, was haben wir denn noch Schönes geholt? Dann habe ich das gekauft. So einen komischen Fidget Spinner, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah. So ist das Ding und dann soll man das irgendwie drehen und ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wozu das dienen soll, dass man da. Wartet. Mann. Und dann kann man. Oh, gut, nicht so wie ich, aber man kann eigentlich balancieren damit. Ist schon kaputt hier oben, oder was? Ne, ist nicht kaputt, oder? Doch, ist ein bisschen kaputt. Ist ein bisschen breiter auseinander. Das andere ist dichter zusammen. Kann man das drauf machen? Nö. Ja, jedenfalls soll man das denn drehen. Hab ich für meine Tochter bestellt, weil die unbedingt so ein Ding will und ja. Was habe ich bezahlt? 5 oder 6 Euro, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Habe ich halt mitbestellt in Gold und Rosa war ausverkauft. Dann habe ich halt einen goldenen geholt. Ja, das heißt, hoffentlich freut sie sich drüber. So, dann haben wir einen Universalstand. Den hat meine Mama, ne, den habe ich von meiner Mama gekauft. Den will ich ihr schenken, weil die hat immer ihr Handy auf dem Tisch liegen oder unterm Tisch oder auf dem Sofa und dann weiß sie nicht mehr, wo sie liegen lassen hat. Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich habe ich einen grünen bestellt, aber okay. So, und dann habe ich gedacht, ich bestelle jetzt sowas. Den kann man dann so abstellen und die hat ja auch ein Tablet, was sie mit zur Arbeit nimmt, wenn sie Nachtschicht hat und so. Und dann kann sie dann hier auch das Tablet drin stellen und gucken oder ihr Handy rinstellen und war auch nicht teuer, ein paar Cent, ein paar Euro, 2, 3 Euro oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Und dann kann sie halt damit vernünftig gucken. Dann habe ich mir bestellt für einen Klodeckel so einen Katzenaufkleber. Da hatte ich einen Koti gekriegt, oder nicht gekriegt, aber war auf so einer Facebook-Seite. Seht ihr das? Ja, so, da ist eine Katze halt. War auf so einer Facebook-Seite, da hat mir irgendeiner eingeladen hin. Und da waren also Gewinnspiele, wären da so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls posten die Leute da irgendwelche Gewinnspiele. Und da war halt ein Amazon-Code, dass man das für ein paar Cent kriegen konnte. 50 Cent oder 40 Cent oder 20, 30 Cent oder so, weiß ich nicht. Also, kein Versand, ich habe vorher geguckt, Versandkosten sind auch nicht. Ja, nimmst du mal mit. So, dann habe ich für meine Frau habe ich das bestellt. Die mag nämlich Sushi. Ich jetzt nicht so, aber die mag Sushi. Und das ist so ein Sushi-Maker. Weil sie hat immer gesagt, sie würde gerne mal versuchen, selber Sushi zu machen. Bloß mit dem Drehen, mit dem Einrollen, das ist doof. Und ja. Und hier ist schon was abgebrochen. Hier fehlt was. Also eigentlich ist da sowas dran, dass man das dann hier zumachen kann. So, aber hier ist es ab. Und dann kann man das, so ist der Schutz, kann man das dann so aufklappen. So, das kann man auch aushaken. So, und dann macht man hier so, das so rein. Und dann kann man so. Und dann kann man hier sich sein Blatt drin machen und da Reis drauf und Fisch mit drin machen oder was weiß ich. So wie man das halt gerade mag. Und dit, die Schraube lässt man hier oben. Dann klappt man das so zusammen. Ja. Moment, Leute. So. Klappt man das so zusammen. So. Macht das hier zu. So, und eigentlich hier auch, und dann dreht man das. Und durch das Drehen geht das dann aus diesem Schraubgewinde raus, und dann braucht man nicht mehr drehen. Man kann dann drücken oder macht sich halt besser mit drehen, denke ich mal. Ja, also das geht wieder zurück. Das ist doch scheiße verarbeitet. Also das geht wieder zurück. Hier so ein Zettel, da muss ich Amazon gleich mal kontaktieren, dass da so ein Ding fehlt. So. Dann habe ich mir bestellt, nee, machen wir erstmal noch das. Das hat meine Mama bestellt. Seht ihr das? Das ist für Regale. Meine Mutter hat so ein Glasregal. Oder mehrere Glasregale. So wie so eine Treppe. Hier ist eine Fernbedienung mit bei. Dann Schrauben. Kabel, Kabel, Kabel. Anleitung. Kabel. So. Und da sind dann halt so eine Metalldinger mit bei. Die aussehen wie irgendwie Deko-Elemente, damit da irgendwelche Schrauben verschwinden und da kommt ein Kabel raus. Seht ihr das? Ja. Und dann ist hier so ein dickes Ding dran. Und davon sind 1, 2, 3, 4 Stück da drin. Und die werden dann hier reingeklickt. Und da, dann haben wir hier dieses Ding. Da kommt dann der Strom ran. Also hier praktisch hier oben Strom drin, dann so. Und hier ist die Fernbedienung, dann kann man das umschalten, beziehungsweise an, ausmachen, Licht wählen, also welche Farbe es sein soll. Und so. Ich
verstehst du gar nicht, was meine Mutter jetzt bezahlt hat. Warte, muss ich auf der Rechnung gucken. Und dann sieht er das hier, dann leuchtet das dann halt so, das Glasregal. Ja, das sind jetzt nur 3 Farben, sind natürlich mehr Farben zur Auswahl. So, dann habe ich mir bestellt, weil ich mache ja auf Odins Thron, jetzt habe ich ja gesagt, regelmäßig die Videos, so zwischendurch, wenn ich irgendwo gerade was Lustiges sehe oder einfach der Meinung bin, ich muss euch was mitteilen oder einfach so. Und mit dem Handy macht sich das echt bescheiden. Wenn man das hält, dann ist immer der Finger irgendwo davor oder so. Das macht sich nicht gut. Und die Soundqualität war bis jetzt auch nicht so gut, weil immer irgendwas war. Entweder war ich mit der Hand halt so über dem Mikrofon oder dann habe ich es mit Kopfhörern gemacht. Die Kopfhörer waren nicht gut. Da habe ich auch noch was. Haben wir hier immer so ein USB-Kabel, so ein klein. Dann haben wir so User Manual. Und so. Dann haben wir hier sowas. Klein und handlich. Passt auch in eine Tasche drin. Und hier wird dann das Handy so drin geklickt. Und dann mache ich mein Handy nicht drüben. So. Na, nehmen wir mal an, das ist jetzt das Handy. So. Dann kann man das hier festschrauben an der Seite. Dann ist das auch fest. Und dann kann man das ausziehen. Sieht aus wie ein bisschen wie so ein Schlagstock von der Bullen. Und dann kann ich so machen. Natürlich werde ich es nicht so weit machen. Ich werde dann einfach nur so machen, damit so ein bisschen Abstand da ist, dass ihr mich vernünftig seht, dass es nicht so nah dran ist. Oder auch, ich würde rein theoretisch auch ausreichen, wenn ich nur so ein Stück mache und dann so. Dann kann ich. Und dann haben wir hier, das ist von Blitzwolf. Ich fand auch den Namen geil. Ich dachte, musst du mal testen. Oh, Blitzwolf. Und dann haben wir hier noch so eine Taste. Seht ihr das? Da kann ich den Auslöser anmachen, aber nur Kamera. Und hier unten lade ich dann auf. Das wird dann mit Bluetooth verbunden. Ich weiß nicht, ob das auch geht für Video. Aber selbst wenn nicht, ist es nicht so schlimm, weil da drücke ich einfach auf Aufnahme und halte das ja so. Und dann passt das. Allerdings habe ich noch was dazu bestellt, weil da stand dann, Käufer, die dieses gekauft haben, haben auch jenes gekauft. Kennt ja jeder von euch von Amazon. Wenn man da was einkauft, dann wird unten immer angezeigt, wenn einer das gekauft hat, was der noch gekauft hat. So, und da hat Amazon mir vorgeschlagen. So. Ich solle das kaufen. Ja, sieht jetzt aus wie eine schwarze Verpackung. Hier steht auch Blitzwolf drauf. Werde ich mal auspacken. Und ich hoffe, das war jetzt kein Fehlkauf, weil hat auch ein bisschen was mehr gekostet. So. Aber die Verpackung sieht gut aus. Mit Blitzwolf da vorne drauf. Und dann wird das so aufgeklappt. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier auch wieder User Manuals. Die Hefte halt. Und auch mit dem Blitzwolf-Zeichen. Also da mit dieser Foto und ein Smiley drin. Und da Foto mit einem traurigen Zeichen. Denk mal, das wird wieder das sein, gut oder negativ. Was sie jetzt immer dazu packen meistens. So, dann haben wir hier nochmal was durchsichtet. So, dann haben wir hier Schaumstoff und in diesem Schaumstoff ist so eine kleine Tasche. Ja, ist auch gut, da ist es geschützt, wenn man unterwegs ist. Ja, wenn man unterwegs ist. So, hier ist auch so ein Gummi dran, da kann man den Reißverschluss ranmachen, dass der hier nicht irgendwo rumschluckert. Ist auch gummiert hier, dass es besser aufgeht. Ja. Ah, innen drin scheint es, nur so ein bisschen rot zu sein. So. Da haben wir denn In-Ear-Kopfhörer mit zusätzlichen Erweiterungen. Ich mag die In-Ears nicht.
Ich werde die auch nicht so benutzen als In-Ear für ins Ohr. Hier haben wir dann auch noch mal so eine Art Klett. Das ist gut, das sind die schön aufgeräumt. Und hier der Kabel, schön aus Metall. Nee, die habe ich mir gekauft, weil, und die waren auch was mehr wert. Also waren noch was teurer, glaube 25 oder so, 30. Weiß ich jetzt nicht, was ich bezahlt habe. Muss ich auf meine Rechnung gucken. Weil fürs Handy zum Rinn machen und dann kann ich mir die Kopfhörer, stecke ich mir hier rin und lasse das Mikrofon hier rausgucken. In der Hoffnung, dass die jetzt besser sind, weil meine guten von iPhone sind ja weg. Und ich habe bei Amazon letztens keine Original-iPhone-Kopfhörer gefunden fürs alte iPhone, wo noch ein Klinkenanschluss dran ist. Ja, die neueren haben ja alle so einen breiten, sieht so ein bisschen aus wie ein USB-Anschluss. Ja, und die haben. Und ich brauche halt so mit einem Klinkeanschluss. Ja, also wenn ihr noch alte iPhone-Kopfhörer habt und die nicht wollt, dann sagt Bescheid, weil ich liebe die Dinger. Ich mag das nicht, die In-Ear-Dinger. Ich will normale Kopfhörer haben. Die kann ich auch so benutzen. Und das Gute ist, die Mikrofonqualität von den iPhone-Dingern war echt geil. So. Und meine Samsung finde ich nicht mehr, die bei meinem Handy dazu waren. So, jetzt müssen wir das erstmal wieder wegpacken hier. Und da hoffe ich, dass ich jetzt besser für euch von unterwegs oder so zwischendurch einfach mal Videos machen kann. Weil ich bin jetzt für alle gewappnet. Wenn ich zu Hause bin, kann ich mich schnell an einem Laptop setzen, machen 10-Minuten-Video oder 5-Minuten-Video. Da drüben im Odinsthron will ich die ja nicht so lange machen, die Videos. Ja? Deswegen hoffe ich für unterwegs im Auto oder kann ich dann, die Sachen sind nicht groß, die kann ich auch meine Gürteltasche verstauen, wenn ich nicht mit Auto unterwegs bin. Aber hauptsächlich werden sie im Auto liegen. Wenn ich mal irgendwo bin, kann ich sagen, ach, klack, zack, raus. Und fertig. Wenn wir denn irgendwo hinlaufen. Weil wir fahren ja mit Auto irgendwo hin und dann laufen wir da was, wie ich. Und ne, ihr wisst, wie ich es meine. Und letztens hatte ich die im letzten Video. Und das sind auch so In-Ears. Ja, die haben, da haben auch Klinke. Und die haben halt nur, was haben die gekostet? 7 € oder so. Ich weiß es nicht. 7 €, 8 €, ich weiß es nicht. Und ja, da war ich mit der Soundqualität nicht so zufrieden. Vom Mikrofon her. Vielleicht auch, weil es so nah hier unten war. Ich weiß es nicht. Und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt mal wirklich einen Glückskauf gemacht habe. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin. Und nicht vergessen, hier irgendwo ist das Infokastenzeichen. Ja, da sind noch ein paar andere Videos drin. Hier werde ich auch den Abonnier-Button hier irgendwo ranpacken und ein paar Videos, die ich euch vielleicht auch noch interessieren. Bis dahin bin ich jetzt aber wirklich weg. Ich muss nämlich jetzt langsam ins Bett. Morgen ist meine Magenspiegelung. Ahoi, sagt euer Odin.